zusammen sein, inshallah, Yawm al-Qiyamah. Deswegen sagte ein Sahabi zu dem Propheten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, einem Hadith, ungefähr sinngemäß übersetzt, er kam zum Propheten, dieser Sahabi kam zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und sagte: Ja, Rasulullah, was mache ich, um mit dir zusammen, oder wie komme ich ins Paradies? Er sagte: Was hast du vorbereitet für das Paradies? Dann sagte dieser Sahabi, radiallahu anhu, arda, nichts. Das heißt nicht, dass er nichts gemacht hat oder nicht gebetet hat oder nichts. Das ist nur ein Tawadu vor dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Außer, dass ich dem Propheten, Allah und seinen Propheten liebe. Sagte Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zu ihm: Al-mar'u ma'a man ahab. Die Person wird Yawm al-Qiyamah mit dem zusammen sein, mit der Person zusammen sein, die er liebt. Abu Bakr radiallahu anhu, als er im Sterbebett lag, und in der Geschichte wird erzählt, dass er krank geworden ist, weil er geduscht hat, in einem kalten Tag geduscht hat und dann sozusagen erkältet worden ist und dann 25 Tage im Bett lag mit sehr, sehr hohem Fieber. Und das war sozusagen der Grund für seinen Tod. Und als er dann gestorben ist, sagte er zu seiner, also im Sterben, sagte er zu seiner Tochter: Wenn ich sterbe, dann beerdigt mich so schnell wie möglich, denn ich will schnellstmöglich zu meinem Freund, zum Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ich will schnellstmöglich mit ihm zusammen sein. Und Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu ardah sagte danach zu Abu Bakr radiallahu anhu ardah, sagte: du hast die Verantwortung für uns noch schwieriger gemacht, für diejenigen, die nach dir kommen, noch schwieriger gemacht, weil er die Verantwortung mit Bravour sozusagen gemeistert hat, mit richtiger Gottesfürchtigkeit und mit Aufrichtigkeit, mit Ehrlichkeit das gemacht hat und somit sozusagen für die Nachfolgenden, die nach ihm kommen, sozusagen schwer gemacht hat. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns aus diesen Geschichten inshallah ta'ala Lehren ziehen lassen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns inshallah diese Sachen inshallah in Taten umsetzen lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns alle gemeinsam zusammen mit unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam und mit seinen Gefährten im Paradies zusammenbringen. هذا وما كان من صواب فمن الله وحده وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان والله ورسوله منه براء وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.